Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil meines letzten Tests zu Project Nightmares Case 36 Henrietta Cat Ward. So, wir sind zu Ende des letzten Videos sind wir wieder erwischt worden von etwas, das sich da aufhält. Zuvor hatten wir alle drei Bilder gefunden. Wir hatten ein merkwürdiges Rätsel auf dem Rücken eines Bilderrahmens gelöst. Und ja, daraufhin ein Monokel oder so ein Leseglas bekommen, welches uns helfen soll, besondere Nachrichten oder verschlüsselte, versteckte Nachrichten irgendwo an Wänden oder sonst wo zu lesen. Des Weiteren ein metallenes Herz. So, irgendwo müssen wir diese Dinger jetzt einsetzen. Ich fürchte allerdings, dass wir jetzt vorher erstmal wieder die drei Bilder finden müssen, plus das Rätsel lösen. Ja, und anschließend dann, wenn noch genug Kerze übrig ist, eventuell dann tatsächlich da weiterkommen. Schauen wir uns das Ganze an. So, also. Bis jetzt, hatte ich schon im vergangenen Video erwähnt, bin ich von dem Spiel positiv angetan. Es hat, wie ich finde, eine sehr gute Atmosphäre, sehr gute Optik. Ja. Gut, wenn man zwei, dreimal dran vorbeigelaufen ist, dann kennt man auch die Jumpscares schon. Ja, und ich bin ja nun zwei, dreimal dran vorbeigelaufen. Wir haben eine frische Kerze. Ihr seht, ich bin etwas zügiger unterwegs. Das mache ich, damit ich hier möglichst schnell, ja, meine Sachen wiederfinde. Beziehungsweise, ja, wir haben das Ding schon. Okay, also das heißt, wir haben die Bilder auch. Ja, gehe ich mal von aus. Das war jetzt mal so ein Test. Ein Let's Test. Let's Test, ob wir dieses Glas benutzen können. Ja. Verschlüsselte Nachrichten. Haben wir jetzt hier irgendwo, also versteckte Nachrichten meine ich, haben wir hier jetzt irgendwo einen Anhaltspunkt, wo wir denn irgendwie gucken könnten? Nicht wirklich, ne? Wo gucken wir denn jetzt hin? Ich könnte jetzt hier natürlich auf gut Glück irgendwie... Hallo? Es macht schon ein bisschen Gänsehaut, ne? Das muss man sagen. Es läuft gut. Es tut das, was es tun soll. Was es allerdings nicht tut, ist mir sagen, was ich machen soll. Irgendwelche versteckten Informationen... Ja, mit diesem... Leseglas... hier finden, von denen ich im Übrigen aber keinen Schimmer habe, wo ich sie suchen soll. Des Weiteren haben wir noch dieses Metallherz. Jetzt gucke ich mal, ob ich... Oh, Käferchen, hallo. Jetzt gucke ich mal, ob durch Drücken irgendeiner Taste... Aha, da ist was. Da sind Symbole. Dummerweise ist bei mir, oder sind bei mir die Aufnahmesymbole vom Aufnahmeprogramm davor. Die sind sehr klein, aber trotzdem kann ich nicht lesen, was da steht. Ja. Ja, Servus, habe ich gesagt. Okay. Setzt jetzt, denke ich mal, automatisch das Herz dahin. Jawollo. Geilomat. Okay, also dann haben wir doch wenigstens in diesem letzten Test etwas erreicht. Ja, wir sind ein Stückchen weitergekommen. Kerze ist nach wie vor am Runterbrennen. Ich weiß ja jetzt nicht, was noch passiert. Was ist denn das? Salz. Salz reinigt bösartige Wesen. Um einen Geist fernzuhalten, streue eine Handvoll Salz. Habe ich das Salz genommen, ja? Wie streue ich denn Salz? Stand das da? Wäre doof, wenn ich es nicht gelesen hätte. Guten Tag, das ist übrigens die Hausdame hier, ja, oder die Herrin des Hauses, sagen wir es mal so. Ja, damals gab es noch kein Botox, ne, ist ganz deutlich ersichtlich. Was haben wir hier? Das ist Jesus, möglicherweise. Wusste gar nicht, dass er so alt geworden ist. Hat er doch noch eine Weile am Bäumchen, am Kreuzchen überlebt. Ja. Gut. Jetzt hören sie halt auf. Das ist nicht, nee, das ist auch nicht gut. Hör doch auf, du. Oh. Was ist denn los? Salzkreis. In jedem Ritual einer spirituellen Beschwörung wird eine magische Barriere durch das Streuen eines Salzkreises erzeugt. Dies dient dazu, Personen vor dem Bösen zu schützen, das den Salzkreis nicht überschreiten kann.
Schön. Das ist aber kein Salzkreis, das ist einfach nur ein Strich. Aber vielleicht kann ich den, ich bin ja kein böses Wesen, vielleicht kann ich den überschreiten. Vielleicht hätte ich ihn nicht überschreiten sollen, da vorne läuft jemand. Vielleicht hätte ich das nicht überschreiten sollen. Ich habe auch nach wie vor immer noch diese gleiche Kerze hier und ich finde einfach keine neue. Für mich ist es ein kleines bisschen, ich sag mal, verwunderlich, dass ich auch bis jetzt noch keine neue Kerze gefunden habe. Ist es eventuell... Oh, das ist aber... ja? Was muss ich machen? Keine Ahnung. Alles klar, läuft. Gut. Nee, ist gut. Leider keinen Schimmer, was ich da jetzt hätte machen müssen, ne? Also ich musste meines Erachtens etwas bewegen, ne? War wieder Heizung, wa? Naja. Diese alten Heizungen in alten Gebäuden, ne? Wir durchschreiten das Ding hier wieder. Jetzt läuft hier die alte Omi rum. Ja, also sie sieht auf jeden Fall mal alt aus. Auf jeden Fall gebraucht. Ja. Ja. Vielleicht probiere ich einfach mal, ihr nicht über den Weg zu laufen. Stell ich mir sehr einfach vor. Ja. Hier ist Nebel. Feine Sache. Was haben wir denn da? Das ist ein Altar oder sowas? In der Art? Da muss mit Sicherheit was hin. Die vier Masken. 100 pro die vier Masken, von denen ich keine einzige gefunden habe. Aber gut, es ist ja nur ein Letztest. Es ist ja noch nicht das komplette Spiel. Waren das fertig? Das ist aber jetzt unnötig. Alles klar. Ah ja, ist schon nicht schlecht. Ist schon nicht, also es gefällt mir auf jeden Fall. Es ist gut. Es ist gut, so wie es ist. Es ist fein. Allerdings wäre es schön, wenn ich wüsste, was ich machen muss. Gut, aber auf jeden Fall laden wir mal an dieser Stelle hier. Dummerweise ist die Kerze schon so gut wie leer hier. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer funktionieren kann. Irgendwelche Türen hier. Eine neue Kerze. Es wäre echt nicht schlecht, wenn ich so eine neue Kerze hätte, ne? Oder zumindest irgendwo Kerzen finden würde, die ich wieder anzünden kann. Oh, was haben wir denn hier? Kann ich das nehmen? Nee. Und was ist hier? Sag bloß, ich bin einfach nur im Kreis gelaufen. Nee, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich das. Aber es... Nee, ich meine... Nicht. Ich meine nicht. Ich habe aber auch, muss ich dazu sagen, nicht den blassesten Schimmer, wo ich hingehen muss. Ja. Ich bin hingefallen. Naja, so eine Kerze nehmen. Einfach eine nehmen. Das wäre doch das Einfachste. Ja, also sterben ist relativ einfach in dem Spiel, ganz offensichtlich, ne? Kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Aber jetzt habe ich wenigstens wieder eine volle Kerze. Ne? Das heißt, jetzt muss ich eigentlich nur, genau, das Örtchen finden. Jetzt, ja, jetzt sollte es halt irgendwie... Warum ist die Kerze aus? Warum ist die Kerze aus? Scheiß Kerze. Okay, okay. Alles klar. Sie hat mich auf jeden Fall bis dahin verfolgen können. Das ist gut. Also, wenn sie einen verfolgt, entweder... Also, man hat offensichtlich die Möglichkeit auszuweichen. Ja? Wenn dann diese Stelle kommt, wo dann dieser Punkt kommt oder Kreis und der zweite Kreis und dann so, muss man irgendwas da tun. Aber, weiß nicht. Was? Und die nächste Möglichkeit ist die, einfach wegzurennen und dann durch diesen Salz oder aus diesem Salzkreis, sage ich jetzt mal, zu entwischen. Da kann sie einen nicht weiter verfolgen. Das ist alles wunderschön. Das ist auch alles gut verständlich. Auf der anderen Seite
sollte ich ja irgendwas tun. Ja? Ich habe auch das Gefühl, ich muss unbedingt diese Masken noch finden. Das ist nicht optional, sondern das steht ja sekundär, ne? Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Das heißt, erstes Ziel, um, sage ich mal, voranzukommen ein Stück weit, wäre diese drei Bilder und des Weiteren diese vier Masken, damit ich da an diesem Altar was machen kann, ne? Und ich bilde mir ein, ich muss da unter Umständen was machen, damit das Spiel weitergeht, ne? Aber wo finde ich diese Masken? Wenn es blöd läuft, finde ich die natürlich nur innerhalb dieses Salzkreises. Ja, und muss dann entsprechend eine Maske klauen oder so oder nehmen und schnell aus dem Salzkreis raus, weil mich die alte dann verfolgt. Ja, um dann letztendlich, nachdem ich sie abgeschüttelt habe, wieder zurückzugehen und dann die Maske auf den Altar zu legen. So oder so ähnlich wird es sein. Leider ist es auch ein bisschen so, und das ist, wie ich finde, auch ein kleiner Nachteil. Das kann jetzt aber natürlich an meinem persönlichen Empfinden liegen, beziehungsweise ist mein persönliches Empfinden. Die Tatsache, dass in keinster Weise eine Map existiert, also man, sag ich mal, nicht immer weiß, wo man gerade ist und auch nicht weiß, wo man hin muss, macht das Ganze hier nicht leichter, ne? Aber gut, es soll ja auch nicht ganz leicht sein, wahrscheinlich. Kerzchen wird immer leerer. Mal wieder. Also je mehr man, sage ich jetzt mal, schafft mit der Kerze in der Hand, desto besser. Ja? Und wenn sie aus ist, ist sie aus. Also ich habe bis jetzt noch keinen Punkt gefunden oder keinen Anhaltspunkt, sage ich jetzt mal, dass man irgendwo diese Kerzen ersetzen könnte. Ne? Man kann vielleicht... Nee, also ich habe es ja schon probiert, andere Kerzen auch zu nehmen, die so zum Beispiel hier auf dem Klavier stehen. Ja, du kannst die Kerze, also wenn sie ausgeht, wenn du hinfällst oder so, kannst du da wieder anzünden. Aber du kannst diese Kerze hier jetzt zum Beispiel nicht anmachen damit. Ja, das geht nicht. Ja, ist ja gut. Nicht schlecht. Okay, also ab und zu auch mal, ich sag jetzt mal, ich will es jetzt nicht Quicktime-Event nennen. Quicktime-Event wäre zu viel gesagt. Aber ja, Pfeil nach oben, also entweder dann entsprechend der Stick nach oben oder aber die Pfeiltaste. War jetzt aber zu spät. Was haben wir denn hier? Können wir an der Tür was machen? Immer wieder der gleiche Raum. Ist hier nicht eine andere Tür noch gewesen? Sei es drum. Okay, es sind dann auch... Boah, ey, Alter, eine Kerze! Geil. Okay. Moment. Macht er die Kerze automatisch an, wenn die eine ausbrennt? Oder wie ist das? Wir werden es gleich sehen. So ungefähr am Ende, oder zeitlich zumindest mal, am Ende dieses Videos wären wir auch schon. Also die 20 Minuten haben wir jetzt auf alle Fälle. Oder knapp 20 Minuten. Können natürlich auch 5 Minütchen länger machen, ne? Weil es so schön ist. Und sind wir ehrlich, es ist doch schön. Es ist doch schön, nicht wahr? Da ist wieder unser Altärchen. Ja, wir haben aber nach wie vor noch keine einzige Maske. Und ich habe auch keinen blassen Schimmer. Okay. Jetzt können wir ja nochmal probieren. Ah. Okay, also kein Quicktime-Event diesmal. Nun. Schade, jetzt habe ich gedacht, probiere ich es mal aus, ob ich ihn diesmal gelöst krieg. Sei es drum. Wir machen einfach noch ein paar Minütchen. Aber so wirklich dem Ziel nahe sehe ich mich hier nicht, ne? Das ist ganz offensichtlich.
irgendwelche Masken finden. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie die Dinge aussehen, ne? Das ist ja dann... Weiß nicht. Okay, wenn... wenn wir Schritte hören, sollten wir einfach rennen, ne? Also wenn wir Schritte hören, die nicht unsere eigenen sind, dann sollten wir rennen. Auch wenn es nichts bringt. Es bringt ja de facto nichts. Ne? Okay. Also, vielleicht probieren wir noch ein Mäskchen hier zu finden. So eine kleine Maske, wunderschön. Da vorne ist sie wieder, oder? Da vorne ist sie wieder. Ja, ja. Sie ist schon auf uns zugerannt, hat man jetzt gesehen, ne? Sie ist definitiv auf uns zugerannt. Okay, er macht das automatisch, auch gut zu wissen, für einen letzten Test besonders gut zu wissen. Man braucht sich jetzt nämlich nicht zu merken, wie man irgendwie eine Kerze neu anmacht, das macht er also automatisch. Das ist sehr schön. Was nicht so schön ist, ist, dass ich nach wie vor nicht weiß, was es mit diesen Masken auf sich hat, beziehungsweise... Ach ja, je. Reg dich auf. Oh, ein schönes Rückentattoo. Schön. Früher hat man Arschgeweih gehabt. Ne? Also was heißt früher? Für sie ist früher später. Gut. Jetzt fühle ich mich ja leider genötigt, jetzt nicht unbedingt an dieser Stelle wieder den Kreis zu betreten, weil die sieht mich ja dann gleich wieder. Vielleicht... Okay, bin ich wohl zu schnell gelaufen, wa? Entweder das oder irgendeine böse, böse Energie hat mir jetzt hier die Kerze ausgepustet. Alles klar, mach weiter. Ja. Nee, nichtsdestotrotz, ich gehe ziemlich fest davon aus, dass diese Masken da innerhalb des Salzkreises gefunden werden müssen, weil wäre ja sonst nicht spannend, ne? Wäre ja sonst nicht spannend. Aber solange einem die Uschi da immer wieder über den Weg läuft, wird's halt schwierig. Äußerst schwierig. Vor allem, ne, man läuft jetzt hier geradeaus, dann geht's aber links und rechts weg. Hier vorne jetzt, links, rechts, ja. Und du weißt ja nicht, steht die vielleicht schon rechts um die Ecke? Oder links um die Ecke? Und dann find mal auf die Schnelle wieder. Ich höre auch schon wieder Schritte, die nicht meine eigenen sind. Und man, also sie kommen von rechts, das höre ich. Allerdings... Wo genau rechts? Ne? Also, es ist alles sehr schön, ne? Ich weiß, also... Ich weiß nicht, wie ich da Masken finden soll, ne? Hier ist nochmal Salz. Kann ich denn Salz selber verstreuen? Einmal Salz? Jetzt habe ich einmal Salz, so sieht es für mich aus. Und null Kerzen, ne? Habe ich im Inventar. Ich weiß nicht, wie ich dieses Salz einsetzen soll. Und vor allem wo, ob ich es nur an bestimmten Stellen einsetzen kann. Du gehst jetzt da nicht mehr weg, oder was? Ich gehe einfach mal kurz wieder rein, um zu gucken, ob die vielleicht... Ja, die ist ja jetzt da lang gegangen, das heißt ich... Ja. Oh, da vorne ist Licht, das gefällt mir. Alles in Ordnung. Ah, mir geht's gut. Mir geht's sehr gut, ja. Also, ich habe auch wirklich gute Durchblutung jetzt gerade. Also läuft alles perfekt. Ja, allerdings sind wir von der Zeit her, ne? Sind wir soweit am Ende.
würde gerne noch ein drittes Video machen, in dem ich dann einfach die vier Masken finden würde. Allerdings weiß ich ja, wie gesagt, nach wie vor nicht, wo die sind. Und bevor ich jetzt ein drittes Video hier mache, in dem ich... Macht da nichts, okay. In dem ich hier auch bloß im Kreis renne und immer wieder sterbe. Ja, warten wir da vielleicht auf die Vollversion. Bis dahin spiele ich vielleicht noch ein, zwei Mal diese Early Access Version und finde raus, wo diese Masken sind. Und sollte es sich herausstellen, dass das wirklich geil ist und wirklich interessant ist, dann wird das sicherlich eines Tages ein Let's Play auf dem Kanal geben, wenn das Spiel dann mal vollständig ist. In diesem Let's Play oder Let's Test habe ich jetzt, sagen wir mal, für mich festgestellt, das ist gut, das gefällt mir. Aber eben so diese Tatsache mit den Masken finden da und nicht wissen wo und was weiß ich, das ist alles nicht so optimal. Da müsste vielleicht irgendwo der ein oder andere Anhaltspunkt zumindest mal sein, dass ich mich da ein bisschen besser hier auch orientieren kann. Ja, aber ansonsten bin ich da wirklich positiv angetan. Ich hoffe, dass das oder dass ihr das irgendwann auf meinem Kanal sehen könnt, komplett durchgespielt, vielleicht sogar ne, mit gefundenen Ritualmasken. Ja, das war's für mich an dieser Stelle, von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ein bisschen Support in irgendeiner Weise. Ja, Abo, Kommentar und ein Däumchen. Das sind so die Sachen. Ne? Wenn ihr es selber schon gespielt habt und vielleicht wisst, was es mit diesen Masken auf sich hat, schreibt es mir auch gerne unten in die Kommentare, wo man die findet oder vielleicht findet man die sogar hier außerhalb des Salzkreises. Ja. Kann ja sein. Ich habe sie nur noch nicht gesehen. Ist ja möglich. Schreibt mir sowas in die Kommentare. Wäre sehr lieb. Und über Feedback in jeder Art und Weise freue ich mich. So, dann war es das von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss.